Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe 7 Meter. Wir sind heute in Stuttgart. Hinter uns trainiert der Nachwuchs und neben mir steht der Routinier-Nationaltorhüter Yogi Bitter. Du hast für uns heute deine Traum-7 zusammengestellt. Wie war's? Ja, es war schon schwer. Man denkt immer, man vergisst noch jemanden. Aber im Prinzip ist es ja auch egal. Es muss ja meine Traum-7 sein. Die muss ja nicht jedem gefallen. Genau. Und ob sie euch gefällt, das könnt ihr jetzt sehen, denn hier kommt sie. Ich bin Johannes Bitter und ich darf heute meine Traum-7 zusammenstellen. Im Tor steht Andrei Lavrov. Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Es gibt so viele wahnsinnig gute Torhüter, aber am meisten inspiriert hat mich Andrei Lavrov. Glaube ich, der Handballer mit den meisten olympischen Medaillen. Er hat früher einfach diese wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt. Er war für mich so der Ruhepol und immer der Entscheider bei den Spielen. Ja, da ich ja eher so ein bisschen russisch angehaucht auch ausgebildet worden bin, liegt das schon sehr nahe, dass er für mich die Nummer 1 ist. Da kommt man an meinen langjährigen Kontrahenten Lars Christiansen nicht vorbei. Wir haben uns ja mit Hamburg, Magdeburg und er auf Flensburger Seite wirklich jahrelang immer die Duelle auf ganz hohem Niveau geliefert und es hat immer viel Spaß gemacht gegen ihn, weil er einfach wahnsinnig gut geworfen hat, aber auch akzeptiert hat, wenn man ihm ein paar abgekauft hat. Ja, es geht auch kein Weg an Pascal Henz vorbei. Er war über Jahre mehr als ein Jahrzehnt die bestimmende Persönlichkeit im linken Rückraum. Auch da gab es sicherlich andere, die damit in diese Kategorie gehören, aber Pommes von seiner Ausstrahlung, von seiner Persönlichkeit und auch als Freund ist er für mich klar die Nummer 1. Er hat einfach eine brutale Qualität gehabt, ein Spiel auch zu lesen und dann mitzuentscheiden. Und es war immer eine ganz, ganz große Freude, mit ihm zu spielen. Stefan Löfgren, er hat auch dieses Spiel auf der Rückraum-Mittelposition, dieses Dirigentenhafte, da hat er neue Dinge in den Handball reingebracht aus meiner Sicht. Ist eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, ein guter Kerl, der sich selber nie zu wichtig genommen hat, aber einfach das Rückraumspiel auf ein neues Niveau gebracht hat und taktische Neuerungen mitentwickelt hat. So sehe ich es auf jeden Fall als Torwart, so viel kann ich ja nicht dazu sagen, aber das empfinde ich so und er war eigentlich die Person auf Rückraummitte für mich. Für mich ist es Olafur Stefansson. Ich kam ein Jahr zu spät nach Magdeburg, da war er leider schon weg. Und dann haben wir sehr oft gegeneinander gespielt, auch dann oft Zeit miteinander verbracht, gerade weil wir die gegnerischen Mannschaften dann immer gut kannten, waren bei ihm auch in Spanien zu Hause. Und auch er hat den Handball geprägt, war eigentlich vorne wie hinten wahnsinnig gut, konnte 7 Meter werfen, war einfach auch eine Persönlichkeit, die ganze Welt zusammen gesehen hat und nicht den Handball über andere Dinge gestellt hat, einfach so eine Lockerheit reingebracht hat und trotzdem einfach unglaublich leistungsfähig war. Rechtsaußen, ganz klare Wahl, Hans Lindberg. Auch wenn es ein Jomba oder was auch immer wen da gibt oder Luc Abalo, Hans Lindberg ist für mich die Legende auf Rechtsaußen. Er ist mit mir zusammen nach Hamburg gekommen, wir haben fast 10 Jahre in Hamburg zusammen gespielt. Ja, es ist einfach krass, wie sicher er ist im Wurf, wie zielstrebig er ist. Er hat, weiß ich nicht, wie oft der Torschützenkönig war in der Champions League, in der Bundesliga und spielt jetzt mit 40 oder knapp 40 als Opa immer noch auf einem ganz, ganz ähnlichen Niveau oder teilweise auf dem gleichen Niveau wie vor 10 Jahren. Eigentlich darf man auch oder muss man in so einer Traum-7 auch Magnus Wieslander haben. Also auch wenn ich da vielleicht vom alten Schlag bin und viele den gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, aber als ich noch sehr jung war, hat er eine überragende Rolle in Deutschland in der Bundesliga gespielt und er konnte nahezu auf jeder Position spielen, aber wirklich viel am Kreis, war einfach so ein Mastermind für den THW, auch über viele Jahre, für mich da die Nummer 1. Jetzt sollten die Torhüter unter euch besonders gut aufpassen, denn wir haben eine neue Masterclass. Yannick Green vom SC Magdeburg zeigt euch, wie er Würfe von außen pariert. Yannick Green, Torhüter SC Magdeburg. Ich zeige euch jetzt, wie ich denke beim Würfe von außen.
So, erstmal gibt es zwei Möglichkeiten für mich. Entweder ich sage, ich möchte den Wurf in kurzer Ecke haben oder in lange Ecke. Ist ein bisschen abhängig von wo der Spieler springt. Aber wenn ich sage, ich möchte den Wurf in die lange Ecke haben, dann versuche ich rauszugehen, dass ich ungefähr meine Hüfte an Pfosten habe, damit er nicht kurz schießen kann. Und dann heißt es einfach, gucken, wie der Arm ist. Kommt er mit hohem Arm, versuche ich auch ein bisschen hoch zu bleiben. Geht er ein bisschen tiefer mit dem Arm, kann ich auch mitgehen hier. Entweder ich mache alles mit die Arme und lasse die Füße am Boden, oder ich kann auch den Bein heben und versuchen damit auch zu halten, entweder halb hoch oder ganz hoch. Das gleiche für kurze Ecke, wenn ich möchte, dass er kurz schießt, gehe ich ein bisschen weiter raus, damit er sieht, hier ist die Lücke. Und dann ist wieder zu gucken, entweder hoch oder mit Hand und Fuß zusammen oder tief. Dann geht es auch darum, wie groß der Winkel ist von da außen. Kommt er mit ganz großen Winkeln, muss ich vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kommen, damit ich größer aussehe. Ist der Winkel kleiner, kann ich ein bisschen weiter nach hinten bleiben, damit er keinen Heber und keinen Dreher machen kann. Das heißt praktisch, ich stehe nur ein bisschen vor der Pfosten, wo, wenn er den großen Winkel hat, muss ich einen Schritt weiter rauskommen, damit ich größer aussehe. So, das waren meine Grundgedanken beim Würfen von außen. Viel Spaß bei Üben. Weiter geht es mit dem zweitwichtigsten Wettbewerb in der Liquimoli Handball Bundesliga, und das ist natürlich unsere Club Challenge. Heute ist Frisch auf Göppingen dran. Auf die Plätze, fertig! Starke Performance in der Club-Challenge. Warum wart ihr so gut? Ja, wir haben das heute Morgen mal kurz nach dem Training ausprobiert und dann haben wir ausgebettelt, wer die Ringe hochwirft und wer die Ringe trifft. Und er hat mehr Ringe getroffen wie ich und ich habe ihr das Gefühl vor der Hand gelenkt. Deshalb, ja, hat ganz gut ausgesehen, fand ich. Wie war das Feedback der Mannschaft? Sind die zufrieden oder war da mehr gefragt? Es war sicherlich mehr gefragt. Ich bin persönlich damit aber zufrieden. Rebi hat mir die Dinger ganz gut vorgelegt und können zufrieden sein. Und auch der Blick auf das Zwischenklassement wird das Team von Frisch auf zufrieden stimmen. Zwar reicht es für Daniel Rebmann und Till Herrmann mit ihren 5 Treffern nicht zu einer Platzierung ganz vorne, den Lokalrivalen aus Stuttgart lassen die Göppinger aber knapp hinter sich. Das war sie, die neue Ausgabe 7 Meter hier aus Stuttgart. Zum Abschluss dürft ihr aber noch einmal mitraten, denn wir haben eine neue Ausgabe unseres Formates Dingsbums. Euch dabei ganz viel Spaß und hoffentlich bis bald. Hallo, wo ist der Bo? Früher hat er immer schwarz-weiß getragen und er hat immer eine Uhr an seinem Arm. Er zeigt auf diejenigen. Einer bleibt eigentlich immer weiter hinten oder so mittig und der andere läuft immer mit. Dann geht er aufs Spielfeld und pfeift. Und dann weiß derjenige das. Und dann kommt die Mannschaft. Der macht dann halt... Oh.
kann das nicht. Das ist einfach ein Mann oder eine Frau, je nachdem, die halt für Fair Play oder einfach für die Regeln sorgen auf dem Spielfeld, dass es nicht auf einmal im kompletten Chaos ausbricht und alle halt fair miteinander spielen und es zu keinem Missverständnis oder sowas kommt. Ja, das war Regel 17, die sich mit den Schiedsrichtern befasst. Wir haben zwei gleichberechtigte Schiedsrichter, die für all das zuständig sind, was auf der Spielfläche passiert. Ganz wichtig, das Privileg der Tatsachenfeststellung, Wahrnehmungen der Schiedsrichter und darauf basierende Entscheidungen sind nicht anfechtbar.